Warum auch immer ich immer hier Lag habe. Oh, und ich habe alle Teleporte hier aktiv. Das war falsch. Nein, das war richtig. Gut. Wow. War das eine wilde Fahrt nach unten? Dieser Ort überrascht mich immer wieder. Wenn du auf die verrückte Art meinst, wenn du das auf die verrückte Art meinst, dann stimme ich zu. Wer immer dies erbaut hat, war geistig nicht ganz beisammen. Drachenkäfer, okay. Die quieken schon ganz freudig. Ach du meine Güte, sind das viele. Drei Stück in einer Reihe. Nein, schon alle, bitte. So. Okay. Aber sie sterben zum Glück recht schnell. Können aber Schaden machen. So, du. Oh, da hinten sind noch welche. Was fange ich mit deinem Level ab an? Baumform. Tanz der Sterne wäre nicht schlecht. Ja, nehmen wir erstmal den Neuwuchs da. Das ist nicht schlecht. Gerade für so Bosskämpfe ist das nicht verkehrt. So. Jetzt fetz, würde ich sagen. Plus 10 Stärke, plus 2 Ausdauer. Blödsinn. Sieht nur wie ein Stück Schrott aus, ey. Gibt dir aber einiges mehr Stärke. Ah, sein Level up. Selbstverwirklichung, Eissturm. Eisexplosion war das hier. Zwei Prozent weniger Hast. Nö. Sind GP jetzt Gesundheitspunkte? Kritischen Schaden an der Frostzauber. Das sollte ich auf jeden Fall skillen. Ich kann bei ihm ja auch noch 4 Punkte reinsetzen. So, und da geht's eine Rampe hoch und das war's dann in dem Raum schon mal.
Jetzt kommen Goblins. Moment, hatten wir Goblins nicht? Hatten wir Goblins schon? Muss ich jetzt gerade ehrlich überlegen. Weil mich wundert es dann echt, dass die Goblins nach den Orks kommen. Die sehen irgendwie lustig aus mit ihren Schnurrbärten. Naja, die Goblin-Sklaven sind wie jede andere Art von Sklaven oder Grunzern nicht sonderlich stark. Okay. Ah, Schildschlag. Wie ich die hasse. Die Schildschläger. Wie sieht es eigentlich jetzt mit unseren Vorräten hier aus? Sieht noch okay aus. Na kommt, ich spendiere mal was Großes zu essen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob sie diesem Turm Gedingse hier, wo ich gerade bin, Secrets geben kann. Ich habe da diesen Turm betreten. Da könnte ich runterhüpfen. Oder da weitergehen. Ein besserer Schild. Sie hätte dadurch mehr Rüstung. Einiges mehr Rüstung. Wo steht denn ihre Rüstung gerade? Da, Rüstung. 48%. Zeit ist auf 66. Also, nee, nicht unbedingt. Okay, das portet mich wieder nach da oben. Das war also so eine Art Secret. Ja, ich habe euch schon gehört hier. Zum Glück kann ich das mit euch machen.
Jo. Ein großer Mana-Trank, das ist auch immer gut. Da ist der Feuerartig jetzt durchgekommen, weil ich gezögert habe, weil ich mir nicht sicher war. Ob da durch den Durchgang was kommt. Ach, hey. Drachenkäfer. Mhm. Oh. Nö. Oh, ein großer Heiltrank. Hey. Das sah gerade zuerst so aus, als ob da ein Knopf wäre, aber ist keiner. Und hier ist auch nirgendwo einer. Hier auch nicht. Okay. Ihr seht alleine aus. Schnickspucke. Ah. Okay. Absorbiert um bis zu 76 Heilung. Kann auch immer bis zu 88 Heilung absorbieren. Okay, die sind böse. Das kannst du aber gerade nichts mehr, weil du keinen Mana mehr hast. Eisdrache. Frostresistenz, okay. Kein Problem. Ich sehe doch ein Problem. Der Eisdrache ist nicht mal ein Elite oder sowas. Frostwelle, okay. Okay, ich glaube, ich ziehe mal lieber Leine. Oh, die kommen ihm hinterher. Nicht gut. Ich hoffe mal, er ist jetzt allein. Dann gebe ich etwas mehr Gas, nämlich bei dem mal. Dass ich den hoffentlich tot kriege. Die Frostwelle block ich besser. Okay, da ist mein Tank tot. Jetzt hängt Santa Lisa zu tanken.
Gut. Haben wir gerade noch so tot gekriegt. Nö. Und der war auch nicht so besonders. Gut, die Schlickspucke habe ich unterbrochen. Seid ihr feuerresistent? Nein, zum Glück nicht. So. Also ja, nach dem Viecher muss ich definitiv aufpassen. Was meinen Tank angeht. So. Das sieht doch besser aus. Die haben einen leeren Raum bewacht. Ja. Ne, keine Gitter, nichts, was sein könnte. Warum habe ich jetzt gerade das Gefühl, ich wäre in dem Kreis gelaufen? Weil ich im Kreis gelaufen bin. Okay. Ja, Eisdrache. Die leichte Schulter. Okay, die Frostwelle blocke ich in Zukunft. Die macht nämlich Aua. Er beißt aber auch ziemlich böse zu, muss ich sagen. So, kurz vor knapp, damit wir mehr Zeit zum Heilen haben. Was zu trinken. Weil davon haben wir auch noch mehr als genug. Das da halt schon fast dein gesamtes Mana voll und du hast eigentlich eine ziemlich gute Mana-Regeneration. Nichts, was wir brauchen könnten. Sind wir da einen Weg zurück, den wir nur von der anderen Seite, High Goblins, öffnen können. So, wir haben sie abgehängt. Gut. Würde ich mal sagen, ich speichere an dieser Stelle. Das ist jetzt LP025 als nächstes. LP 026. So. Und dann sehen wir uns gleich wieder.